Ja, herzlich willkommen zum Vortrag Massive Datenströme mit Apache Kafka. Soweit alle einen guten ersten Tag gehabt bei der Konferenz und ja, ja, sehr zufriedene Gesichter, müde Gesichter, sieht gut aus. Ja, massive Datenströme, das geht im klassischen Sinne eigentlich um Messaging selber. Wer hat denn zum Beispiel in Sachen Messaging sowas wie RabbitMQ oder ActiveMQ beispielsweise schon mal benutzt? Ich sehe ein paar Hände. Also ist alles bekannt. Wer hat denn auch schon mal sowas wie JMS benutzen müssen beispielsweise? Ja, es werden weniger. Gott sei Dank. wer hat denn vielleicht auch sogar Kafka schon mal eingesetzt? Ja, doch, ein paar, ja. Das ist gut, aber es ist nicht neu, das ist schon mal ganz gut. Also für die Leute, die es halt nicht wissen, was Kafka ist. Kafka ist ein verteilter, partitionierender und replizierender Service für Datenströme, also für Nachrichten. Also nochmal, es ist ein verteilter, partitionierender und replizierender Service für Datenströme. Ja, ich bin Lars. Ich bin Frank, hallo. Und kommen wir mal zur Agenda, was wir heute irgendwie erzählen wollen. Grundsätzlich ist ja Messaging ein ziemlich alter Hut. Das gibt es irgendwie genauso lange, wie es irgendwie Computer gibt. Naja, warum hat man jetzt sowas wie Kafka eigentlich gebraucht? Also wo ist da die Motivation? Gibt ja sowas wie RabbitMQ oder sowas schon. Da wollen wir mal drauf eingehen. Dann wollen wir auf die Konzepte eingehen, die Kafka benutzt, weil die sind halt schon fundamental anders, beispielsweise von AMQP und diesen ganzen anderen Sachen, die man vielleicht kennt. Also um euch dann Vokabular zu geben, um dann Dokumentation oder die Sachen dann richtig dann auch nochmal weiter nachzulesen, ist halt wichtig, die Konzepte und das Vokabular ein bisschen drauf zu haben. Wir haben ein Beispiel mitgebracht. Ja, der die Nachrichten schickt, ist der sogenannte Producer und der die Nachrichten empfängt, ist der sogenannte Consumer. Da gehen wir mal auf ein kleines Beispiel ein, weil es halt Sinn macht, das mal zu sehen. Und Kafka ist irgendwie ziemlich stark in der Presse oder in aller Munde, weil es halt in der Lage ist, eben massive Datenströme oder halt viele, viele Daten in kurzer Zeit halt irgendwie zu handeln, auch durable zu handeln. Da wollen wir mal kurz drauf eingehen, warum das eigentlich so ist und warum das geht. Und weil wir das auch schon alles sehr, sehr viel erzählt haben, dann wollen wir das ganz nochmal einmal durchgehen. Ja, und wie Lars schon eingangs erwähnt hat, gibt es natürlich schon einige Message-Broker draußen in der großen, weiten Welt. Und jetzt wollen wir uns mal fragen, warum ist überhaupt Kafka entstanden? Wo kommt das her? Und was war eigentlich der Grund für Kafka selber? Also Kafka ist vor circa 7 Jahren bei LinkedIn entstanden. Und zwar ist das Hauptinitiator der Jay Krebs, der das da quasi, als er LinkedIn gejoint hat, hat er so eine Architektur vorgefunden. Wie schon drüber steht, das totale Chaos. Also die Pfeiler sind im Prinzip Datenströme zwischen einzelnen Produkten und Datenbanken und hier gibt es jede Menge Sourcen und halt Consumer. Die Pfeile sind zwar bidirektional aufgemalt, aber die meisten dieser Datenströme waren sogar unidirektional. Das heißt, man hat dann, wenn man jetzt zum Beispiel ein neues Produkt onboarden möchte, hat man eine ziemlich unwartbare Geschichte. Das heißt, wenn man quasi ein Produkt hat, eine Analyse oder sowas und möchte irgendwie auf 3, 4 Sourcen onboarden, dann muss man für jede dieser Sourcen einen eigenen Consumer schreiben und ja, sehr viel Logik quasi nur für jeden dieser einzelnen Steps da machen. Und wo es dann hingehen sollte, ist im Prinzip ein zentrales Nervensystem, hat das genannt, so ein Data Pipeline in der Mitte, wo dann quasi alle Datenströme durchgehen und da gab es dann so ein paar Kernanforderungen. Einmal sollte natürlich eine sehr kurze Latenz gegeben sein. Das sollte also sehr schnell da durchgehen, weil die halt Echtzeit arbeiten da bei LinkedIn. Die haben verdammt viele Daten, das heißt, sollte ein hoher Durchsatz sein. Das heißt, die ganze Geschichte sollte hoch skalierbar sein. Und als Letztes natürlich, weil es Produktionsdaten sind, sollte eine Fehlertoleranz da sein und die Daten sollen hoch verfügbar sein. Das heißt, wenn man Knoten ausfällt oder sowas, soll das System trotzdem weiterlaufen und keine Daten verloren gehen. Wir haben natürlich dann jetzt so klassische Broker wie zum Beispiel RabbitMQ oder ActiveMQ und sowas mal ausprobiert. Aber keins der Systeme hat irgendwie diese drei Kernanforderungen, also Skalierbarkeit, Latenz, Fehlertoleranz, in dem Maße erfüllt, dass das zweckdienlich ist hier für die Lage bei LinkedIn. Und deswegen mussten wir halt selbst anfangen, ein eigenes Produkt zu machen, was halt dieser Kernanforderung erfüllt. Und das ist Apache Kafka. Ja, und darüber erzählen wir jetzt. Ja, kommen wir mal zu den
zu den Konzepten selber. Also es ist erstmal grundsätzlich einfach, ne? Also wie immer, es gibt einen Producer, das ist der, der die Nachrichten hat oder der irgendwas mitteilen möchte, der hat einen gewissen Redebedarf und der schickt dann das zum Kafka-Broker. Der Kafka-Broker ist in der Regel nicht alleine, sondern in einem Cluster organisiert für Replikationen und so weiter. Und dann gibt es unten natürlich ganz klassisch den Consumer, das sind also diejenigen, die die Nachrichten konsumieren. Kommen wir mal danach darauf, wie so Nachrichten grundsätzlich organisiert sind. Also bei Kafka selbst gibt es nur Topics, also wenn man jetzt zum Beispiel Rabbit im Queue im Hinterkopf hat, da gibt es so Unterschiede bei Topics und Queue. Bei Kafka gibt es nur Topics und beim Konsumzeitpunkt lege ich quasi fest, wie ich das konsumieren will, ob ich das jetzt Queue oder Topic-mäßig konsumieren will, ja. Kommen wir aber später noch zu. Also die Nachrichten sind in Topics organisiert, sie sind grundsätzlich immer durable. Also es gibt, also jede Queue ist persistiert auf eine Platte, weggeschrieben, das geht nicht verloren, wenn zumindest die Festplatte nicht kaputt geht oder sonst was passiert damit. Ja? Also alle meine Nachrichten, die ich habe, sind ganz schön auf der Festplatte weggeschrieben und wenn ich das nur Ding neu starte oder der Strom im Rechenzentrum ausgeht, starte ich die Karre durch und zack, sind die Nachrichten auf der Platte. Ja? So ein Topic ist grundsätzlich in n viele Partitionen aufgeteilt. Also hier in dem Beispiel sind das dann Partition 0, 1 und 2, also drei Partitionen. Und wenn Nachrichten quasi reinkommen, also wenn wir das jetzt hier von alt nach neu sehen, wenn Nachrichten quasi reinkommen, dann sieht man hier, dass eine neue Nachricht kriegt einen Schlüssel, das heißt Offset. Also kommt eine neue Nachricht rein und wird einfach sequenziell hinten an eine Platte in so eine große File, quasi kann man sich wie eine Datei, wo einfach immer unten nochmal was dran gehängt wird, einfach weggeschrieben und die Nachricht selber bekommt dann halt einen Schlüssel, das ist der sogenannte Offset. Und in dem Fall, wo ich halt ein Topic habe mit drei Partitionen, also das kann dann auf drei Maschinen dann laufen, haben diese Partitionen natürlich immer eigene Offsets und ja, und dann kann ich für dieses Topic halt immer noch grundsätzlich angeben, also wie dieser Replikationsfaktor ist. Also wenn ich ein Cluster mit mehreren Maschinen habe, kann ich halt auch sagen, ein Topic hat jetzt einen Replication-Faktor von 3 oder 4. Das heißt, dann können dann halt noch ein paar Maschinen ausfallen, das ist aber nicht so weiter tragisch. Die Nachrichten oder die anderen Broker übernehmen dann die Aufgabe von denen, die ausgefallen sind. Ganz wichtig, wir haben irgendwie jetzt gesehen, wir schreiben sequenziell immer Sachen auf die Festplatte. Naja, irgendwie ist so eine Festplatte ja auch endlich, ne? Also meistens jedenfalls. Deswegen gibt es sowas, nennt sich Retention Policy oder die Retention. Standardmäßig ist das 7 Tage. Das heißt, wenn das auf die Festplatte geschrieben wird, ist das 7 Tage da oder unendlich kann man auch einstellen. Gut, dann wird irgendwann wahrscheinlich PagerDuty anrufen und sagen, dass die Festplatte voll ist oder ein Alerting wird losgehen. Und das funktioniert einfach so, dass im Hintergrund ein Prozess durchläuft. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass die Nachricht sich dann selber löscht oder vergisst, sondern es läuft dann ein Prozess quasi im Hintergrund, der einfach dafür sorgt, dass wenn dieses gewisse Threshold an Zeit halt überschritten ist, dass die Nachricht von der Festplatte nicht, also dass die kopieren dann quasi Nachrichten auf der Platte um, dass die alten Sachen nicht mitkopiert werden und gelöscht werden quasi. Wir haben es jetzt gesehen, dass wir das in Partitionen so aufteilen, was leider ein bisschen doof ist, wenn man eine zusätzliche Partition hinzufügt, ist, naja, die Daten der ersten drei Partitionen, die liegen dann da so und die wandern nicht automatisch auf meinen anderen vierten Knoten, den ich jetzt beispielsweise hinzufüge. Kommen wir zu den Garantien, die Kafka selber ausspricht. Die erste Garantie ist, dass der Messages sent to a partition will append in the order they are seen. Also der Broker schreibt die genauso auf der Festplatte, wie sie bei ihm reinkommen. Die zweite Garantie ist, consumers see messages in the order they are stored in the log. Wenn ich das jetzt die ersten beiden zusammennehme, gerade beim Messaging heißt das, ich habe eine Order nur innerhalb einer Partition. Also wenn ich jetzt RabbitMQ habe, dann habe ich eine globale Order in meinen Nachrichten. Wenn ich jetzt die ersten beiden Punktgarantien halt zusammennehme, habe ich nur eine Order innerhalb der Partition. Die dritte Garantie ist, dass halt, wenn ich einen Replikationsfaktor von n angegeben habe, also 3, können 2 Server ausfallen. Das sind die Garantien, die Kafka ausspricht.
Kommen wir noch mal zum anderen coolen Feature, sogenannte Log Compaction. Also wenn ich jetzt irgendwie nicht Nachrichten 7 Tage oder 14 Tage speichern will, sondern vielleicht unendlich, gibt es also sogenannte Log Compaction. Also so sieht dann quasi das Commit-Log auf der Platte ein bisschen abstrahiert aus. Also ich habe, wie gesagt, das ist ein Rechner, das ist eine Partition, das hat ein Offset und eine Nachricht kann halt einen Schlüssel haben und den Wert. So, und Log Compaction macht halt quasi, wenn ich jetzt mir Nachricht 2 und 3 angucke, sehe ich, dass der Schlüssel identisch ist. Und nach der Log Compaction habe ich aber nur den letzten Value. Das heißt, wenn ich jetzt Beispiel, der Benutzer ändert seine E-Mail-Adresse und er hat das 2-mal gemacht, beispielsweise, ist ja für mich, weil das idempotent ist, eigentlich ja nur wichtig, dass ich die letzte Nachricht habe, die letzte Änderung von der E-Mail-Adresse des Benutzers auf sein, was auch immer, lars@intuit.com oder so. Ja? Das ist ganz cool. Das ist genauso wie bei der Retention Policy, läuft da im Hintergrund so ein Prozess ab, der dann quasi da durchgeht und die Logs dann für mich quasi compacted und dass dann halt nicht Daten verloren gehen, sondern halt immer dann da sind, so in dem Sinne. Wichtig ist dafür, bei Log Compaction, also Topics kann man auch kompressen, also kann man irgendwie auf der Platte ein bisschen kompressen halt, das geht bei Log Compaction halt nicht. Ja, nach all der grauen Theorie vom Lars, ne? Versuchen wir es mal so ein bisschen anschaulicher darzustellen. Das Beispiel, da haben wir als Programmiersprache Java gewählt. Es gibt aber Clients in fast jeder denklichen Sprache. Also es gibt Scala, Erlang, also jede Sprache, die es auf der Welt gibt, Python und irgendwas alles. Also wir haben zumindest für Java entschieden und wollen es mal in Java zeigen. Und fangen dann mal an mit dem Producer, um mal zu zeigen, wie man dort quasi Nachrichten published. Da haben wir uns für so ein kleines Nachrichtenobjekt entschieden. Das hat eine ID und einen Autor. Ein Titel und natürlich irgendwie eine Art Text, ein Body. Und um so einen Kafka-Producer zu instanzieren, muss man ein paar Eigenschaften mitgeben. Zum einen muss er halt wissen, wo soll eine Nachricht überhaupt hin. Also sprich, so ein paar Broker muss er kennen. Da reicht eine Untermenge. Das heißt, er wird dann quasi über einen Kafka wird er dann discovern, an welche Knoten, an welche Partition er eine Nachricht schicken muss. Also das heißt, reicht eine Untermenge der Kafka-Broker da oben. Und was auch noch wichtig ist zu wissen, in Kafka selbst werden nur Byte-Arrays gespeichert. Das heißt, wenn man dann irgendwie die Sachen in seine Domäne haben möchte und aus seiner Domäne rüber überführen möchte, muss man halt ein eigenes Serializer schreiben und beim Konsumieren dementsprechend einen eigenen Decoder, der es dann wieder in seine eigene Domäne überführt. Damals für den Schlüssel haben wir dann einen String Serializer genommen, der wird mitgeliefert. Also es ist und der New Serializer, da haben wir ein kleines Interface implementiert und ja, das war es damit eigentlich schon. Und dann kann man schon loslegen und Nachrichten auf dem Kafka draufschmeißen. Da muss man sich so ein Producer Record erstellen. Da gehe ich nochmal auf der nächsten Folie genauer drauf ein. Das ist ein ganz interessantes Feature. Dann gibt man halt die Nachricht mit und das Topic, wo es hingeschickt werden soll, und ruft da auf Producer einfach eine Send auf. Und man sieht dann auch direkt, man bekommt ein Future zurück. Das heißt, man kann entweder synchron das verarbeiten, was wir jetzt gemacht haben, also warten darauf, bis wirklich dann beim Broker gelandet ist, oder man kann asynchron arbeiten mit Callbacks, ist auch kein Problem. Genau, und wie gesagt, über diesen Producer Record, da kann man quasi so ein bisschen steuern, wie Nachrichten verteilt werden auf unterschiedlichen Partitionen für das eine Topic. Und zwar ist es so, wenn mein Konstruktor nur den Wert angibt und das Topic, dann macht die Producer API quasi darauf so einen Round-Robin-Algorithmus und macht eine Lastverteilung auf die einzelnen Partitionen. Aber wir erinnern uns, was Lars schon gesagt hat, pro Partition ist es so, dass die Reihenfolge gewährleistet, aber über das ganze Topic halt nicht. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Person oder sowas hat, dann möchte man eigentlich, dass jedes Event, was ein Profil sowas effektet, möchte man auf die eine Partition haben, damit die Reihenfolge gewahrt ist für die Person. Ist ja egal, also man will es eigentlich nur für eine Person haben und deswegen passt es eigentlich ganz gut. Und dann kann man halt den Key mit angeben, dann macht die Producer API da so einen MoMo2-Hash draus und legt dann quasi immer das gleiche, also eine Message mit dem gleichen Key auf die gleiche Partition, wenn die Reihenfolge quasi gewährt hat. Und als letztes, was noch möglich ist, ist dann die Partition auch selbst anzugeben. Das ist halt interessant, vor allem mit dieser Geschichte mit der Log Compaction. Sprich, wenn wir jetzt Events haben zu einer Person, die wir quasi auf eine Partition drauflegen, dann Log Compaction anmachen würden, dann wären alle Events weg bis auf das letzte. Und dann können wir quasi jetzt über das explizite Angeben der Partition anhand der Profile-ID oder sowas das auf eine Partition schieben. Geben wir dann eine Message Key an und können Log Compaction auf die Events selbst machen. Das heißt, wir können Events überschreiben, aber alle Events zu einer Person bleiben dann auf der Partition bestehen. Ja.
Genau, kommen wir zum Consumer. Da muss man zusagen, Kafka ist sehr performant, weil viel von der Logik, die sonst beim klassischen Broker drin ist, auf den Consumer ausgelagert wird. Was wir hier jetzt haben, sind einmal die beiden klassischen Pattern quasi dargestellt. Links haben wir einmal dieses Queue-Pattern, sprich wir können jede Nachricht auf Topic A, wird auch an Consumer-Gruppe A, ja, als Consumer-Gruppe A empfängt jede Nachricht aus Topic A. Und Publish-Subscribe hätten wir auf der rechten Seite, wo man für Topic B quasi zwei Consumer-Gruppen hat und die jeweils jede Nachricht bekommen aus Topic B. Und wie man schon sieht, werden die Consumer in Kafka in einzelne Gruppen quasi gruppiert, ja, sagt der Name ja schon. Aber diese Consumer können halt auf verschiedenen Knoten liegen. Das heißt, da komme ich später nochmal zu, weil in der folgenden Folie schauen wir uns mal diesen Consumer B an, der von drei Partitionen lauscht. Und man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man für jeder Strich im Prinzip ist so ein genannter Kafka-Stream, den sehen wir gleich nochmal. Und für jede Partition sollte man auch einen Thread haben, der diesen Kafka-Stream dann abarbeitet. Aber wenn man jetzt hier auf dem Bild gezeigt, mehr Threads hat als Partitionen, dann kriegt ein Thread einfach keine Nachrichten. Und umgekehrt, wenn man weniger Threads hat als Partitionen, dann ist die Reihenfolge nicht mehr gewährleistet. Ich meine, wenn man das nicht braucht, gut, aber eigentlich will man dieses Feature auch nicht wegwerfen. Wie schon gezeigt, hey, was ist jetzt der Consumer B? Das wäre eine Instanz auf einem Rechner, aber man könnte halt auch das auf mehrere Rechner verteilen. Und es ist so, dass ein Consumer sich auch nur auf ein Topic subscriben kann, während eine Consumer-Gruppe sich auf mehrere Topics subscriben kann. Als Randinformation. Gut, dann kommen wir zum Consumer selber. Das geht jetzt quasi den einen Thread, den ich da quasi gerade beschrieben habe. Wie sieht er genau aus? Ja, die Run-Methode ist im Prinzip, da wird der Kafka-Stream reingereicht, der App von Iterable. Und da kann man einfach has-next drauf aufrufen, diese Methode blockiert, solange bis eine neue Nachricht reinkommt. Das heißt, wenn eine neue Nachricht empfangen in unserem Thread, dann wird das Relay-Message aufgerufen. Und der Kafka-Stream reicht einem dann so ein Message-and-Metadata-Objekt rein, das unter anderem halt die Nachricht selber, den Nachrichtenschlüssel, aber auch so Meta-Informationen, wie Offset, Partition und Topic hat, also Nachricht überhaupt hergekommen ist. Und ja, dann reicht mir quasi die Nachricht, diesen Body rein in eine Implementierung von so einem kleinen Interface, was wir da so haben. Genau. Was man dazu sagen muss, die Java-API ist, hat eine Wandlung hinter sich oder ist gerade im Wandel. Momentan gibt es zwei Consumer-APIs. Einmal eine High-Level-Consumer-API, die stelle ich hier vor. Und zwar ist es da so, dass dieses Offset-Management quasi von der API selbst übernommen wird. Das heißt, das Offset der konsumierten Nachricht wird dann entweder in Zookeeper gespeichert. Das wird intern genommen von Kafka selber, um sich zu discoveren und so weiter. Und das ist quasi da, wo es früher gespeichert wurde. Und mittlerweile kann man das Offset auch in Kafka selber ablegen. Das ist der unterste Parameter hier. Der hier. Das heißt, da wird das Offset in Kafka abgelegt und aus Legacy-Gründen kann man halt auch sagen, man möchte jetzt irgendwie das Offset sowohl nach Zookeeper noch speichern, als auch nach Kafka selber. Das habe ich jetzt hier mal ausgeschaltet. Da muss man halt noch angeben, von welcher Gruppe man quasi konsumieren möchte. Und ja, bei dieser API ist es so, dass man dann quasi über diese statische Methode so einen Consumer-Connector bekommt, wo man dann nachher diese Kafka-Streams beziehen kann. Nochmal zu Simple Consumer API, das ist so, dass man dieses ganze Management des Offsets und auch das Lesen von Partitionen, alles muss man alles selber machen. Alles um einiges komplizierter. Und eine neue API ist eine Arbeit, die das dann alles zusammenführt und nett und anschaulich machen soll, aber da warten wir schon ein bisschen länger drauf. Also die war schon angekündigt für, ich glaube, März oder Mai. Anfang des Jahres, ja. Dauert ein bisschen. Genau, und über diesen Consumer Connector. Da gibt es eine Methode drauf, Create Message Streams, und dann gibt man dann quasi für jedes Topic rein, wie viele Streams man zurückbekommen möchte. Und wie schon gesagt, man will eigentlich dann, ja, da heißt es schon Number of Threads, also für jeden Stream wird man einen eigenen Thread generieren nachher. Im Prinzip ist dann die Anzahl der Partitionen. Und diese Decoder, wie gesagt, alles, was da durchgeht, sind Byte Arrays, und wir wollen es halt in unsere Domäne überführen, sprich, wir wollen ja unser News-Objekt haben. Ja, was man zurückbekommt, ist dann eine Liste von diesen Kafka-Streams. Und im Prinzip für jeden Stream bauen wir uns einen eigenen Thread und reichen diesen Consumer-Thread rein, den wir auf der vorigen Folie gesehen haben, und arbeitet einfach die Nachrichten ab. Wir haben dieses Beispiel auch bei GitHub mal
reingestellt. Da gibt es auch Integrationstests und alles Mögliche, da kann man es in Ruhe anschauen, falls ihr Interesse habt. Da gibt es auch noch andere, andere kleine Projekte, die wir gemacht haben. Also einfach mal reinschauen, das lohnt sich, denke ich. Ja. Oh, super. Ja, Performance. Wir haben jetzt irgendwie schon gesehen, die machen da ein paar Sachen anders. Der Consumer hat irgendwie auf einmal ganz viele Aufgaben, die man sonst jetzt irgendwie beim Nachrichtenlesen von RabbitMQ oder JMS einfach irgendwie nicht selber machen muss. Also ich muss mir nicht als Client sonst merken, wie beispielsweise der Offsite ist. Würde ganz gerne mal drüber reden, warum die Performance so unglaublich gut ist dann in dem Falle. Also wir selber haben auch ein paar Kafka-Cluster bei uns in der Firma im Einsatz und ich glaube, so ein Kafka-Cluster, das schafft so momentan 16 Milliarden Nachrichten am Tag um den Dreh und davor ist halt so eine Restschicht, die schafft so etwa 200.000 TPS und wir machen halt Clickstream-Analyse damit. Also bei uns geht halt quasi Restcall dann rein und dann können wir später halt Clickstream-Analyse damit machen. Wo ja, der limitierende eigentliche Faktor eigentlich eher die Restschicht ist, als die Kafka-Schicht als solches, auch wenn sie sehr dünn ist. What makes Kafka fast? Wenn man sich in der Dokumentation das alles genau anschaut, dann sieht man, dass da so drin steht, so, it is designed to make consumption as cheap as possible. Ja, also das Konsumieren von Nachrichten ist unheimlich ressourcenschonend designt. Und wenn wir uns bei Kafka oder bei Messaging grundsätzlich sind, gibt es zwei teure Probleme eigentlich. Das erste teure Problem ist, dass eine Nachricht genau einmal zugestellt wird. Also exactly once Nachrichten zustellen ist extrem teuer. Und da benutzt Kafka halt at least once. Also dadurch, dass ich ja selber dafür verantwortlich bin, welche Nachrichten ich wann wie konsumiere, kann ich auch immer zurückspringen oder ich kann, aber wenn ich neu starte, habe ich vielleicht noch einen alten Offset irgendwie gespeichert. Na, ich muss halt in der Lage sein, eine Nachricht mehrfach zu verarbeiten. Ja, das ist meine Aufgabe, das handeln zu können. Und das andere Problem beim Messaging ist die Reihenfolge. Also eine globale Order sicherzustellen, hat man hier in dem Sinne gelöst, quasi indem man eine Order nur innerhalb von Partitionen anbieten kann, was für die meisten Use Cases auch okay ist. Also jetzt, wenn wir mal User-Änderungen nochmal als Beispiel nehmen, dann ist ja nur wichtig, dass die Änderungen für einen Benutzer in einer Partition landen. Wenn es jetzt keine Abhängigkeiten untereinander gibt im Use Case. Kommen wir mal zu den technischen Dingen. Also die Konzepte sind ja schon erstmal fundamental anders. Kommen wir mal zu den technischen Dingen, die dann einfach möglich sind. Wir haben gesehen, dass wir unten immer sequenziell immer nur an die Datei reinschreiben. Also ich habe Linear Writes. Ist total super. Ja? Im Linux-Kernel und Co. Die Betriebssysteme, die haben das jahrelang optimiert. Ja, gibt dann so Write-Behind-Algorithmen und sowas. Ja, die haben das alle, die Festplatten können das alle super unterstützen. Das ist also bis zur Gänze oder einigermaßen Hirnschmalz reingegangen. Das funktioniert sehr, sehr schnell. Und die Linear Writes sind gibt so ein ACM-Paper. Die Linear Writes können teilweise sogar schneller sein als Random Access im Speicher. Ja. Was halt schon ganz krass ist, finde ich. Ein cooler Nebeneffekt ist, dass wenn ich eine Datei auf die Platte schreibe, landet sie bei Linux zumindest direkt im Page-Cache vom Betriebssystem, also wahrscheinlich dann RAM irgendwo. Ja. Das ist ein cooler Nebeneffekt, kommen wir gleich dazu, warum das ganz cool ist. Linear Reads, ja genau das Gleiche. Also ich habe ja alle Nachrichten irgendwie auf der Festplatte irgendwie linear weggeschrieben. Jetzt kann ich die natürlich auch einfach linear lesen, wenn die Nachrichten dann auch wieder sequenziell gelesen werden. Da gibt es dann Read-Ahead-Algorithmen, die dann quasi halt schon größere Blöcke von der Festplatte laden und dann halt auch wieder in Page-Cache beispielsweise reinladen. Total super. Und wenn ich jetzt die Nachrichten gerade geschrieben habe und die liegen im Page-Cache, dann gibt es einen coolen Befehl im Linux-Kernel, irgendwie Sendfile. Und was kann ich damit machen? Ich kann quasi direkt, was im Page-Cache drin ist, also was bei mir im RAM liegt, direkt auf einen Socket-Buffer legen. Ja, also ich muss es irgendwie nicht in den Applikationskontext laden und irgendwie das Objekt sehen, sondern es wird direkt, da kommen wir gleich dazu, wird direkt quasi an die Netzwerkkarte rausgehauen. So, wenn ich die beiden Sachen natürlich kombiniere und mir vorstelle, dass der Consumer nicht
viel Lag hat, also dass er sehr, sehr nah dran ist an dem Nachrichtenproducer, ist es tatsächlich so, dass auch wenn meine Nachrichten immer sequenziell auf die Platte weggeschrieben werden und alle meine Nachrichten durable sind, dass beim Lesen oder der Consumer eigentlich alle Sachen aus dem RAM bekommt. Ja? Also es ist in den seltensten Fällen dann so, dass der dass der Consumer dann irgendwie einen Disk-Read machen muss, um die Nachrichten zu lesen, weil die sind ja schon im Page-Cache. Der wurde ja gerade erst weggeschrieben. Also eine Sache, auf die ich dann aufpassen muss, wenn ich einen Kafka-Cluster betreibe, ist, dass ich nicht großen Lag habe zwischen Producer und Consumer. Das hat halt einen Impact in dem Sinne. Ist aber auch super in der Dokumentation beschrieben. Also nur lesen sind fantastische Sachen, die da stehen, finde ich. Also kommen wir mal kurz mal zu Sendfile, was das eigentlich bedeutet. Also hier haben wir das so üblicherweise, ja, ich habe was auf der Festplatte, lese mir das in Readbuffer oder jetzt im Betriebssystem PageCache, muss mir das in Applikationskontext laden, also irgendwie meine Java-Anwendung, habe dann das da und dann schiebe ich mir das irgendwie auf den Socket-Buffer und dann geht das erst auf eine Festplatte raus. Jetzt gibt es aber in Java die Klasse File-Channel mit der Methode TransferTo. Und wenn die JVM das mit dem Betriebssystem zusammen unterstützt, dann benutzen die unter der Haube den Sendfile-Befehl, um das eben genau auszuführen. Und das benutzt halt Kafka, um dann halt quasi eigentlich genau sowas auszuführen. Also PageCache und die benutzen dann TransferTo, um das dann direkt auf den Socket-Buffer zu legen. Und naja, ich spare mir jetzt 1, 2 Kontextwechsel und ich muss mir jetzt nicht mal einen Applikationskontext laden, sondern es bleibt einfach alles im Kernel-Kontext. Ja, also es ist super einfache Mittel, also irgendwie nicht super komplizierte Sachen, sondern das sind zugängliche APIs. Ja, finde ich faszinierend, wie einfach das eigentlich geht. Ja, es war ja schon viel Information, was uns trotzdem nochmal irgendwie zusammenzufassen. Also einmal auf die Kernpunkte einzugehen, die wir gerade versucht haben vorzustellen und nahezubringen. Ja, das zentrale Thema ist das Commit-Log bei Kafka, das wirklich durable ist und wo dann quasi ganze Nachrichten-Topics organisiert werden können und partitioniert werden können. Man kann dann quasi eine Log-Compaction anmachen, um das so ein bisschen zusammenzustauchen oder auch um Nachrichten zu löschen. Und es ist auch Compression möglich, aber nicht in Verbund mit Log-Compaction. Und eins der Hauptthemen, auch in der Sekundärliteratur und ja, beim Entwickeln oder beim Arbeiten mit Kafka, ist halt das Offset-Management, weil die Performance, die dadurch erreicht wird, ist zwar super, aber man muss halt sich viel Gedanken machen, wie man das macht. Also viel Logik wurde an einen Client quasi weitergereicht. Und das ist dann ziemlich viel Arbeit, sich darum zu kümmern. Ja, und wenn wir noch mal überlegen, was quasi Anforderungen waren, also wenn man das, was Lars gerade gesagt hat, mit diesem Page-Cache macht, dann ist man mit so kurzen Latenzzeiten unterwegs, dass man wirklich in Echtzeit damit arbeiten kann. Das Ding ist hochskalierbar, also man hat einen riesigen Durchsatz, wenn man möchte. Und ja, schon gesagt, ist skalierbar. Und bei LinkedIn ist es halt das zentrale Nervensystem, wo alle Nachrichten durchgehen. Und die ganzen Nachrichten können auch repliziert werden über mehrere Knoten. Also auch ein sicherer Data Storage. So als Ausblick, was da im Ökosystem so los ist. Also wie schon erwähnt, gibt es halt fast in jeder möglichen Sprache Client dafür im Moment. Und es gibt halt jede Menge Third-Party-Libraries, die integrieren mit Storm, Samza, Hadoop, Elasticsearch, Logstash und Hive und noch jede Menge anderer Dinge im Big-Data-Business. Und was noch vielleicht sehr interessant ist, ist die Firma Confluent. Die wurde mitgegründet von Jay Krebs. Das ist, wie gesagt, der Initiator, also Mitinitiator von Kafka selber. Und der hat sich selbstständig gemacht mit ein paar Weggefährten, um Kafka selbst ein Ökosystem aufzubauen und Kafka zu pflegen und dann vielleicht noch ein bisschen Geld mit Beratung zu verdienen. Zumindest haben wir die Schema-Registry gemacht, das ist ein interessantes Feature, was, wie ich erwähne, ist jede Nachricht, die man in Kafka reinschickt, im Prinzip ein Byte-Array. Und um dem Ganzen so ein bisschen Metainformation zu geben, zu sagen, was ist überhaupt, was da durchgeht, kann man dem mit dem Afro-Schema die Daten quasi dann beschreiben und das Schema kann man dann auch in der Schema-Registry hinterlegen. Und die selbst arbeitet auch mit Kafka, also Schemata werden auch auf Kafka hinterlegt. REST-Proxy ist ganz interessant, wenn man so Clickschema sowas macht, dann kann man eigentlich direkt aus dem REST-Interface die Nachrichten schieben. Oder wenn man halt aus irgendeinem Grund in seiner Programmiersprache keinen Client findet für Kafka, dann kann man den REST-Proxy benutzen. Und Camus ist dann noch so ein Werkzeug, um die Daten dann weiter zu schaufeln zu HDFS. Damit sind wir auch schon durch.
Vielen Dank.